Hallo und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe mal mir ein MediaBook besorgt. Da war ein Tausch gewesen auf Facebook. Derjenige hat mehrere MediaBooks zum eigentlich nur reingestellt und ohne was dazu zu schreiben, ob es Verkauf ist oder Tausch oder so, einfach nur bei Interesse, also einfach melden. Und da habe ich dann gefragt, ob Interesse besteht am Tausch. Und ja, da habe ich ihnen dann ein Mediabook von mir gezeigt. Und damit war er einverstanden, zufrieden. Und ich freue mich so sehr jetzt, dass ich diesen Film im Mediabook habe. Wollte ich so gerne immer im Mediabook haben, diesen Film. Weil ich den so geil finde, den Film. Ein Kultfilm, meiner Meinung nach. Von zwei Horror-Ikonen. Zwei Horrorlegenden. Ist das ein Mediabook? Also ein Film von zwei Horrorlegenden. Und endlich habe ich es hier. Das wollte ich immer so gerne haben, dieses Mediabook. Guck dir an, wie das verpackt ist, ey. So geil verpackt. Und zwar habe ich mir geholt Freddy vs. Jason in diesem wattierten Mediabook. Was ich meiner Meinung nach sehr schick aussieht. Das sieht doch richtig gut aus, das Mediabook. Alter. Echt tolles Mediabook, ey. Mit dem Schuber noch, mit dem Pappschuber noch drumrum. Mega, ey. Hier ist mal den Pappschuber. Ist hier unten FSK 18. Die Rückseite sieht so aus. Ein tödlicher Albtraum, der Schlitzer gegen den Slasher. Specials auf der DVD sind Autokommentar vom Regisseur Robert Englund. Und Ken und noch irgendwas. Specials auf der Blu-ray sind Making-of, Autokommentar und alles sowas und nicht verwendete Szenen. Der Film ist aus dem Jahr 2003 und das Mediabook ist aus dem Jahr 2017, steht da drauf und ist von Warner Brothers. Auf Blu-ray läuft der Film 97 Minuten und auf DVD 93 Minuten. Jawoll. Und der Pappschuber ist eigentlich so solide. Schauen wir uns mal das schicke Mediabook an. Lederartig, oder wie man das nennt. Lederstruktur. Sieht man ja auch auf dem Video jetzt. Wenn man so ins Licht hält. Hammer, ey. Und dieses Cover sieht geil aus. Hinten im Hintergrund Jason und vorne die Krallen von Freddy Krüger und dann hier mit dem Blutkratzern, wie er ihn so über die Maske kratzt. Alter Hammer, ey. Ich find's geil. Und Film ist wieso geil. Hier das Bein. Warner Brothers, Freddy Jason, DVD und Blu-ray. Und hinten haben wir dieses Artwork mit Freddy gegen Jason. Wo Freddy ihnen die Krallen so hält und Jason seine Machete so reinhält und unten die Credits. Gucken wir mal drin rein. Hier erstmal die Blu-ray. Wie schaut die aus? Oh, die sieht geil aus. Ohne Kratzer. Nee, das ist die DVD. Die DVD erstmal. Auf der anderen Seite ist die Blu-ray. Wie sieht die aus? Auch tipptopp. Die sieht auch richtig gut aus. So, und hier denn in Rot gehalten. In Rot. So, ist eigentlich. Ja, was das. Ja, ist ein solides Innendruck. Und hier vorne Freddy vs. Jason. Und den hier, Mythos und Vorgeschichte.
Die erste und wichtigste Regel besagt, der Mythos und die Vorgeschichte von Freddy und Jason dürfen nicht angetastet werden. Im Gegenteil, ihre Vergangenheit spielt eine wichtige Rolle bei dem Duell, in dem sie endgültig entscheiden wollen, wer von beiden der übelste Bösewicht der gesamten Horror-Genres ist. Ha, geil. Und hier eine Szene aus dem Film, wo die gerade in diesen Schuppen oder naja, in dieser Baracke kämpfen und alles ringsrum ist mit Feuer. Alter, ich finde den Film so geil. Der hat so geile Szenen. Hier, die Kriegerin. Geile Bilder. Gefällt mir richtig gut. Hier, Freddy vs. Jason. In diesem Film spielt ja auch Robert Englund mit. Der richtige Robert Englund spielt hier mit. Jetzt ist, glaube ich, sogar seine letzte Rolle als Freddy. Aber wer jetzt Jason spielt, weiß ich jetzt nicht. Ist das Kane Hodder? Weiß ich jetzt nicht, ob das Kane Hodder ist in dem Film. Und hier die letzte Seite. Beide gegenüber in rot ausgeleuchtet. Jo. Also gefällt mir ganz gut. Das Mediabook. Also ich wollte unbedingt ein Mediabook haben von dem Film. Oh, jetzt fehlt mir auch noch Jason Goes to Hell als Mediabook. Ich habe schon überlegt, ob ich mir alle Teile jetzt hole, invertierten. Aber das geht ganz schön ins Geld. Also das war nur ein Tausch. Und zwar gegen Halloween 3 habe ich getauscht. Aber dieses mit dem Rahmen habe ich getauscht. Und das wollte er unbedingt haben. Und ja. Und ich glaube auch preislich ist man da auch entgegengekommen. Das wird ja auch hoch gehandelt. Dieses Mediabook, dieses wattierte Mediabook, habe ich schon gesehen. OVP kostet das so über 100 Euro. Und offen so 90 Euro. Also es war für mich ein guter Tausch. War okay für mich. Also dieses Cover, ey. Schön mit Leder alles hier. Struktur. Gefällt mir. Und dann hier mit schön mit dem Schuber. Und der Schuber geht so rum. Top. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wann immer ihr dieses Video schaut. Oder auch Abend. Denn bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.